die Zeilen Lucas Piazon hat, hat sie an der Linie mit Jürgen Klopp verglichen. Was sagen Sie dazu? Der war wahrscheinlich betrunken. Nein, Scherz beiseite. Lucas ist ein sehr talentierter junger Spieler und es freut mich auch, dass es, dass seine Karriere so gut verläuft. Mit dem habe ich auch bei Chelsea viel trainiert. Und es hat auch andere Akteure, die jetzt in der Bundesliga spielen, die ich kenne. Aber wie gesagt, ich habe immer versucht, das Maximum von Spielern zu holen und den Respekt zu haben, Respekt geben, aber auch zu haben. Und darum bin ich auch heute noch mit vielen meiner Ex-Spielern in guten Kontakt. Und ich glaube, das ist auch ein Signal, dass man sich respektiert, aber hart arbeiten muss.